Hallo lieber Zuschauer von Druschbe FM, wir waren lange offline, jetzt sind wir wieder auf Sendung und heute mit einem sehr interessanten Gast. Wie Sie wissen, Druschbe auf Russisch heißt Freundschaft und heute haben wir einen Deutschen, einen aus Bayern, der längere Zeit in Russland gelebt hat und nicht einfach so gelebt, sondern auch dort studiert. Das kann er dann auch selbst erzählen, weil ich komme da mit diesen Begriffen so ein bisschen durcheinander. Und er ist ein Landtagskandidat von AfD in Bayern, also ein junger Politiker, der eine Vorgeschichte genauso in Deutschland hat wie in Russland. Und heute wollen wir mit Juri Kofner sprechen über seine Zeit in Russland, über seine Zeit jetzt aktuell in Deutschland, über seine politischen Gedanken und als einem AfD-Kandidat wissen wir, wie das jetzt das Thema jetzt ja so zugespitzt ist schon seit Jahren, aber mittlerweile ist ja noch schlimmer. Und wenn ein AfD-Kandidat noch mit Russland irgendwas zu tun hatte, dann ist es ja ganz schlimm für Verfassungsschutz. Heute wollen wir das besprechen mit Juri. Wir haben ja mit dir schon eine Sendung auf Russisch gemacht. Du sprichst super Russisch, also du warst bestimmt in Russland, das ist nicht zu bezweifeln, kann ich bestätigen. Obwohl ich dich ja, also von dir früher nie gehört habe und war auch sehr überrascht, dass einer jetzt aus Deutschland, der in Bayern geboren ist, russlanddeutsche Wurzel hat. Also deine Mutter ist ja eine Deutsche und dein Vater ist einer von ersten Aussiedler. Damals waren ja dann Spätaussiedler, das bin ich. Also dein Vater hat wolgadeutsche Geschichte. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du also nach Russland gegangen bist? Wolltest du nur studieren oder hast du dich damals entschlossen, einfach Deutschland zu verlassen? Ja, erstmal Sergej, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei dir sein darf in deinem Livestream, in deinem Gespräch. Das ist natürlich sehr interessant für mich und ich bin dir sehr dankbar, dass wir letztes Mal auf Russisch reden könnten. Jetzt werden wir unser Deutsch trainieren. Genau, ich bin Russlanddeutscher. Scherz auch immer zu sagen, eigentlich Russland-Bayer. Ja, das müssen wir natürlich in Bayern betonen. Es kam dazu, dass mein Vater ist, wie du gesagt hast, ein Aussiedler aus der Sowjetunion, erst 1973 nach den Olympischen Spielen in München geblieben. Er war nämlich Schwimmer, hat teilgenommen in den Olympischen Spielen und bei diesem Programm für Aussiedler, für Deutsche, konnte er dann in Deutschland bleiben. Und ich bin 1988 in München geboren. Bin hier aufgewachsen in München und bin in England auf die Schule gegangen. Und dort zuerst bin ich dann mit russischer Philosophie in Kontakt gekommen, also der Philosophie der 20er Jahre, der Zwischenkriegszeit. Und irgendwas hat das bei mir bewegt im Kopf und ich habe mich schon vorgefühlt für eine Art Liebe für Russland, obwohl ich noch nie davor in Russland war. Und wir haben auch zu Hause nicht Russisch gesprochen, sondern wirklich Deutsch. Und dann hat mich mein Vater, als ich 14 Jahre alt war, also ein bisschen früher noch, hat er mich mitgenommen nach Moskau und ich habe mich sofort in Russland verliebt. Und als ich dann 18 Jahre alt war, nach der Schule in England, habe ich mich entschieden, wo will ich studieren? Ich möchte in Russland studieren. Und dann ist es so gekommen, ich bin dann nach Russland gezogen und habe an der Moskauer Staatlichen Universität für internationale Beziehungen Wirtschaft studiert. Das ist die Universität, die zum Beispiel der russische Außenminister Sergej Lavrov absolviert hat und habe da circa 10 Jahre gelebt, meine Frau kennengelernt. Meine Frau ist aus der Krim, aus Kertsch. Und wir sind jetzt seit 3 Jahren oder 4 Jahren genauer gesagt wieder zurückgezogen nach München. Wir haben 3 gemeinsame Kinder. Ja, und so ist es eigentlich gekommen. Ich sehe in deiner Geschichte so auch mal Teil von meiner Geschichte. Ich nenne mich ja ein bayerischer Russ. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Mein Name ist ja Philbert, also von einem Vater. Meine Mutter ist ja reine Russin. Und mein Vater ist Wolgadeutsche und Philbert, das habe ich hier im Unterfranken erfahren, Miltenberg Gegend, also die Gegend. Dort gibt es mehrere Familien mit Namen Philbert, sogar auch Geschäfte, so alte Geschäfte, so alte Läden. Und da habe ich als Servicetechniker damals eine Frau kennengelernt, die auch Philbert hieß. Und die hat mir gesagt, dass zumindest mal Philberts sind Kugnoten, die sind damals aus Frankreich hergelaufen. Und es könnte auch sein, dass mein Vater, also seine Vorfahren, auch aus Bayern stammten. Und da ich ja in Bayern gearbeitet habe, in Aschaffenburg, und dort dürfte ich Gerhard Polt kennenlernen, also seine Satire. Und ich habe mich so in seine Satire verliebt, dass ich, also ich habe ihn sogar auch übersetzt, also ich musste sein Bayerisch
als Russe lernen. Und dann haben meine Kollegen gesagt, ja, du sprichst ja super Bayerisch. Ich habe gesagt, brutal. Du bist ja dann, also quasi fast in derselben Zeit, nur etwas später nach Russland gegangen. Ich bin nach Deutschland gekommen. Und ich habe mich hier politisiert, du hast dich aber wohl dort politisiert, weil eigentlich diese Universität ist ja eine Universität, wo die ja, künftige russische Politiker ausgebildet werden. Also so in einem Niveau muss man das sehen. Und da hast du ja auch also Gedanken gemacht und also auch Projekte gemacht zum ja, eurasische Integrität, damals für Russland. Wie ist das gelaufen? Wie ist das überhaupt angenommen worden? Und was hast du da für Erfahrungen gemacht in diesen 10 Jahren als junge Deutsche? Also man sagt dieser Universität nach, im GMO ist die Kurzformel nochmal, das wäre die Kaderschmiede der Diplomaten, ja, für Politiker oder für generell für Führungskräfte. Natürlich gibt es mehrere sehr gute Universitäten in Russland. Das ist aber die Kaderschmiede für Diplomaten. Und genau wie du gesagt hast, also ich bin so als der typische Deutsche, und alle haben ja auch Scherze gemacht, natürlich, ja, im guten Sinne, der Deutsche, habe mich für etwas Östliches interessiert, und zwar einerseits für die Philosophie des Eurasismus, also das kann man vergleichen mit der konservativen Revolution in einer bestimmten Weise, also das sind russische Philosophen der Zwischenkriegszeit, die sich Gedanken gemacht haben über den speziellen Weg Russlands. Geschichtlich gesehen. Also die haben gesagt, Russland ist nicht ein schlechterer Teil Europas, wie ja viele Westler, also ich meine russische Philosophen, Westler behauptet haben oder wie auch viele Philosophen im Westen über Russland gesagt haben im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, sondern die haben gesagt, Russland ist eine Art, ein Eurasien, ja, also und hat die besten Elemente oder nicht die besten, aber es vermischt Elemente vom Osten und vom Westen in sich. Und die Rolle Russlands ist so eine Art Bindeglied zwischen Europa und Asien. Ja, deswegen als ein eurasischer Kontinent und hat auch östliche Philosophie, die Rolle des orthodoxen Christentums haben sie stark betont. Und das hat mich sehr interessiert. Einerseits und andererseits hat mich auch die Thematik der eurasischen Wirtschaftsintegration stark interessiert. Und es war ja so, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es zwar noch einen losen Staatenbund der GUS-Staaten, also der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten. Man kann das vergleichen wie eine Art Verwaltung, eine Scheideverwaltung. Also die Staaten hatten sich geschieden, ja. Und es war so eine Art Verwaltung, dass es noch mehr oder weniger zivilisiert auseinanderging. Okay, wer bekommt das Haus, wer bekommt das Auto, wer behält den Hund? Ungefähr so lief das ab in den 90er und 2000er Jahren. Es hätte viel blutiger sein können. Das musste wirklich sagen auch die meisten Kommentatoren und die meisten Historiker, die sich damit befassen, mit der Geschichte der 90er und, 20 und Anfang 2000er Jahre. Aber es gibt dann, es gab eine Tendenz langsam und es gab auch eine Idee, man müsse ja so wie die Europäische Union wieder zusammenfinden zu einer Wirtschaftsgemeinschaft. Also man müsse die Vorteile, die man hat, vor allem ist es ja wichtig zu verstehen, dass so viele Sachen in der Ukraine, in Weißrussland, in Kasachstan, in Russland, waren ja aus technischer Sicht gleich. Wir hatten die Russen und die Kasachen und die Belarussen und so weiter, die haben ja die gleichen Eisenbahnschienen zum Beispiel. Ja? Oder technische Standards waren alle gleich, die GOST-Standards der Sowjetunion, die Mentalität, die Sprache, die russische Sprache. Es hat viele Sachen gegeben noch und gibt es natürlich immer noch, die all diese Länder verbindet. Und die eine wirtschaftliche Intervention auf neuer Basis, nicht auf der Basis von Unterdrückung oder von Zwang, sondern wirklich auf wirtschaftliche, gemeinsam wirtschaftlichen Nutzen gesagt hat, das macht eigentlich Sinn, dass man sich wieder reintegriert, so wie die Europäische Union vor dem Jahr 2000, also die gute europäische Wirtschaftsgemeinschaft, zu der apropos auch die AfD wieder zurück möchte. Genau sowas wollte man für den eurasischen Raum schaffen, für die GUS-Staaten, die ehemaligen Sowjetstaaten. Und mich hat das wirklich interessiert, dieses Thema, weil, was auch interessant war, und da komme ich jetzt zum GMO wieder zurück, ja, In Russland bis vor einigen Jahren wahrscheinlich noch, jetzt hat sich das wahrscheinlich verbessert, war es so gesehen, dass alles, was aus dem Westen kommt, ist a priori besser, schöner, interessanter. Für viele Schichten von Leuten. Und alles, was das eigene ist, ja, die eigene Geschichte, war nicht so interessant, nicht so toll, ja. Das kann man ein bisschen vielleicht vergleichen, so wie wenn du in Bayern an den Uni gehst und dann studierst du nicht amerikanische Geschichte oder chinesische Geschichte zum Beispiel, sondern du studierst die Geschichte der
der Ober- und Unterfranken. Ja, es ist Nischenthema sozusagen, ist nicht so interessant. Und genauso das ganze Thematik eurasische Geschichte, russische Geschichte war, also nicht nur Geschichte, meine ich, Philosophie oder auch, wie gesagt, Wirtschaftsintegration. Das ganze Themenfeld war nicht so interessant. Und generell, also in Russland hat man ja diesen Vorurteil, im Westen ist alles besser. Hatte man lange Zeit. Und da bin ich gekommen mit dieser komischen Idee, und das war wirklich am Anfang noch, lass uns doch mal einen Lehrstuhl machen für eurasische Wirtschaftsintegration. Das wird ein großes Thema sein, es fängt schon an. Man hatte bereits die ersten Sitzungen auf ganz hoher Ebene zwischen dem Präsidenten von Kasachstan und Russland und Weißrussland und so weiter, dass so etwas angebahnt wird. Und wir hatten im GIMO, aber auch andere führende Universitäten in Russland, 2, 3, 4 sogar verschiedene Lehrstühle für europäische Wirtschaftsintegration, europäisches Recht und so weiter und so fort. Also alles, was in Europa an Integration, das war das große Thema. Eurasische Wirtschaftsintegration war total uninteressant. Ja, wen interessiert denn das? Und erst, da musste ich wirklich in viele, viele Türen gehen und klopfen und sagen, komm, mach. Und ich bin ganz offen, ich liebe Russland, aber ich bin ganz offen auch über die Probleme. Es ist nicht das gelobte Land, ja, wie einige vielleicht behaupten. Und eines der bestimmten Probleme war, dass viele gesagt haben, was ist der Nutzen für mich persönlich? Ja, solange da kein Geld da ist, solange es kein, von oben kein Kommando gibt, dass man es machen soll, brauchen wir das nicht, machen wir das nicht. Ja, und ist eine gute Idee, Juri. Du bist eh der Deutsche, du hast ja keine Ahnung. Und ja, jetzt sieht man, es ist wirklich so, die Eurasische Wirtschaftsunion ist nach der Europäischen Union das zweitintegrierteste Projekt bereits in der ganzen Welt. Es sind 5 Mitgliedstaaten, Weißrussland, Russland, Kasachstan, Kirgisistan und Armenien. Es ist die zweitstärkste auch nach Wirtschaftsleistung nach der Europäischen Union. Man hat eine Zollunion, man hat einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und versucht auch Dienstleistungen zu unifizieren. Also es ist eine gewisse Erfolgsgeschichte jetzt bereits, die man sieht. Und sie bringt auch wirtschaftlichen Nutzen für die Mitgliedsländer. Und jetzt gibt es bereits sehr viele Lehrstühle, Kurse zum Thema eurasische Wirtschaftsintegration. Aber das Ganze hat 10 Jahre gedauert. Du bist ja dann zurück und Sachen einfach aus unserem russischen Gespräch, du bist wegen der Kinder hergekommen, wegen deiner Familie, weil du wolltest, dass deine Kinder in der bayerischen Natur groß werden und nicht in einem Moskau als Großstadt. Das war 2019, bist du zurück. Und hier, du bist ja Ökonom und eigentlich so ein Mann mit einer Auslandserfahrung, ne? Du bist zwar nicht in England oder USA gewesen, aber in Russland, das ist ja auch ein fast direkter Nachbar von Deutschland und eigentlich für die deutsche Wirtschaft und Politik ein sehr interessanter, würde ich mal sagen, ein gefragter Mann sein sollte. Hast du versucht, das in einer anderen Partei oder warum bist du dann bei AfD, sagen wir, gelandet? Ja, wie kommt das dazu? Ja, erstens, wir sind nicht gleich wieder mit der Familie und den Kindern zurück, sondern ich bin dann auch ich habe einen Bachelor und einen Master in Außenwirtschaft von der Moskauer Staatlichen Universität für internationale Beziehungen und bin dann zur Higher School of Economics, das ist eine bekannte Forschungsuniversität in Russland. Zum Beispiel der Direktor dieser Universität ist der Ehemann von der Leiterin der russischen Zentralbank, Julina. Ja, was auch sehr interessant ist, diese Universität gilt als sehr liberal, in Anführungsstrichen, für russische Verhältnisse zumindest. Ja, auch eine kleine Anekdote in dem Sinne. Auf jeden Fall, da habe ich dann angefangen, ein PhD zu machen, also eine Doktorarbeit zu schreiben und habe dort auch quasi de facto den ersten Lehrstuhl für eurasische Wirtschaftsintegration gegründet und ein paar Jahre geleitet. Und wir hatten auch eine enge Forschungszusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftskommission, mit der Eurasischen Entwicklungsbank und diversen anderen Instituten, russische Regierung natürlich. Aber wie du richtig sagtest, meine Frau und ich, wir hatten eine kleine Wohnung in Moskau und ich wollte, dass meine Kinder in der schönen Natur aufwachsen. Ich bin nämlich bei München aufgewachsen, im Grünwald, bin aus einem guten Elternhaus und wollte das Gleiche für meine Kinder natürlich. Ich wollte, dass meine Kinder nicht schlechter leben, als ich aufgewachsen bin. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Eltern haben natürlich auch mich vermisst, wollten die Enkelkinder auch sehen, dass wir auf jeden Fall für ein paar Jahre nach Deutschland zurückziehen. Und ich hatte auch, wie gesagt, Forschungsprojekte in Russland
habe dann auch mehrere Projekte gehabt, also Weiterbildungsprojekte, sagen wir mal in dem Sinne, in Deutschland. Ich war bei der Bundesbank mehrmals für Weiterbildungskurse, beim Institut für die Weltwirtschaft Kiel. Ich habe ja beim IFO-Institut in München gearbeitet, alles an Wirtschaftsforschung. Und war aber gleichzeitig immer sehr konservativ, vielleicht auch aus meinem Interesse für die russische Philosophie. Habe mich sehr für also traditionelle Werte, das war alles ganz natürlich. Da musste man mir gar nichts irgendwie mich überzeugen davon, dass es normal ist, dass Mann ist ein Mann und Frau ist eine Frau und man hat zusammen eine Familie und Kinder und die Nation ist etwas Gutes und die Geschichte ist etwas Gutes und man ist ein Patriot und das heißt ja nicht, dass man andere Nationen schlechter findet, sondern dass man eigentlich die eigene Kultur liebt, ja. Und in Deutschland ist natürlich da aus verschiedenen Gründen eine spezifische Situation, dass das schlicht gesagt wird. Man darf kein Patriot sein. Und diese ganze Woke-Ideologie, die aus den USA quasi zurückkommt, weil sie wurde ja eigentlich in der Frankfurter Schule entwickelt, in Deutschland quasi, die versucht ja diese ganzen traditionellen Werte zu zerstören. Familie, Kirche, Nation. Aber für mich war das alles ganz natürlich. Und ich war auch immer ein Feind einerseits der Masseneinwanderung, eine Art Ersatzmigration, die im Westen stattfindet. Und andererseits habe ich schon seit langem klar verstanden, dass Deutschland ein von den USA besetztes Land ist. Ja? Deutschland ist besetzt militärisch, wirtschaftlich, politisch und am wichtigsten kulturell und auch gesellschaftlich. Ja? Du kannst nichts erreichen in Deutschland, wenn du nicht in irgendwelchen amerikanischen Denkfabriken irgendwie teilnimmst. Auf jeden Fall. Und dann habe ich bereits 2017, das war meine eigene Initiative, ein Projekt gemacht mit Russia Today Documentaries, also Dokumentarfilme, und einen Dokumentarfilm gedreht mit der investigativen Frage, ob Deutschland eigentlich besetzt ist. Ja, es war schon damals kontrovers, ist jetzt eine kontroverse Frage natürlich. Sie wird von den Mainstream-Medien bestritten, Verschwörungstheorie, Reichsbürgersprech und so weiter. Und da haben wir einfach mal geschaut, ist es so oder nicht? Und hatten Gespräche mit linken Politikern, mit Politikern von der AfD, auch ehemalige Politiker von der CDU zum Beispiel und verschiedene Diplomaten auch. Und wir kamen natürlich zum Ergebnis, dass Deutschland natürlich einerseits politisch, schon militärisch besetzt ist, ja, die ganzen amerikanischen Basen, die Atomwaffen. Und die würden nicht einfach freiwillig gehen, auch da müsste ein immenser Druck irgendwie entstehen, dass überhaupt die Deutschen verlassen würden, selbst wenn es eine politische Entscheidung aus der Bundesregierung dazu gäbe. Dann die ganzen Verträge, wirtschaftlich natürlich, dass zum Beispiel deutsche Firmen speichern ihre Daten auf amerikanischen Cloud-Services. Die landen natürlich sofort in den ganzen amerikanischen Geheimdiensten und auch bei den amerikanischen Firmen. Und gesellschaftlich habe ich bereits gesagt, und kulturell, ja. Selbst meine Kinder gucken Marvel-Blockbuster, weil das einfach das ist, was verfügbar ist, ja, und weil es einige auch gute gibt, aber natürlich, die ganze Kultur ist amerikanisch, auf der die ganze deutsche Jugend aufwächst. Und diese Kritik an der Masseneinwanderung, diese Kritik an der Besatzung Deutschlands von den Amerikanern, die habe ich auch öffentlich ausgesprochen gehabt. Ich habe, wie gesagt, auch diesen Dokumentarfilm gemacht. Und gleichzeitig haben wir meine ganz pragmatische wirtschaftliche Schiene weitergeführt. Ah, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, und da würde mich freuen, wenn wir noch später darüber reden könnten. Ich war ja seit 2015 parallel bis 2020 Forschungsassistent am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Wien. Und da hatten wir ein großes Forschungsprojekt zusammen, aber auch mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Entwicklungsbank, mit der Eurasischen Kommission, Eurasischen Entwicklungsbank zum Thema gemeinsamer Wirtschaftsraum von Lissabon nach Vladivostok. Also das Beste aus beiden Welten sozusagen. Aber das heißt einerseits die wirtschaftliche Schiene, die Forschungsschiene und andererseits meine Schiene als sagen wir, politisches Interesse, ja, die Kritik an der Masseneinwanderung, die Kritik an der Besatzung. Und das habe ich öffentlich auch im Internet kundgetan. Und vielleicht war ich naiv, weil ich gedacht habe, Deutschland ist ein demokratisches, freies Land und man kann seine Meinung frei sagen und das ist getrennt von deiner, sagen wir mal, professionellen Karriere als Ökonom oder generell, egal was man macht. Nein, dem ist nicht so. Und das habe ich zuerst gemerkt. Ich wollte nämlich, ich wurde eingeladen von einem bekannten deutschen Institut. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber es ist eines der größten. Es gibt 4, 5 große Institute und die hatten mich eingeladen, bei denen ein Forschungsprojekt zu machen. Und ich war nur einen Tag bei denen. Und nach dem ersten Tag wurde ich eingeladen zu
zum Vorstand von diesem Institut. Und das hat mehrere hundert Mitarbeiter. Herr Kofner, was steht denn da im Internet? Stimmt es, dass Sie das gesagt haben, dass Sie die Masseneinwanderung, Sie haben das Wort nicht verwendet, aber Sie haben gesagt, dass Sie die Einwanderung kritisieren, dass Sie sagen, ich habe mich da ein bisschen derb vielleicht ausgedrückt, ich habe gesagt, Deutschland wird so am Schmelztiegel von Schwulen und Muslims, ja, hätte ich vielleicht nicht so ausdrücken, nicht so direkt diskret, aber eigentlich ist es ja so, wenn man zu Ende denkt, auf jeden Fall. Und das war das Ende dieses Forschungsprojekts, dass ich bei denen eingeladen wurde. Ich wurde ausgeladen sofort. Und das habe ich dann gleich danach, einen Monat danach, wurde ich aus einem weiteren sehr großen Forschungsinstitut ausgeladen. Ich konnte dann noch eine Zeit lang im IFO-Institut arbeiten, aber dann auch, als sie erfahren haben, dass ich mich in der AfD engagiere, dann wurde das auch sehr schnell beendet. Natürlich nicht aus diesem Grund, sondern weil sie angeblich jemand anders gefunden hätten, obwohl keiner der anderen Mitarbeiter auch von jemand anders wusste, der mich angeblich ersetzt hätte. Auf jeden Fall kommt zum Schluss und ich war immer AfD-affin. Ich fand, die AfD macht alles richtig, sagt die richtigen Sachen, stellt die Systemfragen, deswegen wird sie hier bekämpft, nicht weil sie angeblich rechtsextrem ist. Habe dann angefangen, habe einfach mir E-Mails geschrieben und es hat einfach gepasst. Ich habe eine Einladung bekommen als Referent für Wirtschaft, Energie und Digitales für die bayerische AfD-Fraktion. Arbeite dort seit 2020, engagiere mich jetzt in der AfD auch in wirtschaftspolitischen Fragen aktiv. Und mir gefällt es wunderbar, weil ich einerseits meine patriotische Seite, meinen Einsatz für Deutschland mit dieser Wirtschaftsexpertise vereinen kann und bin da sehr glücklich. Dieses Auswahlverfahren kennen wir ja schon. Also ich kenne selbst mehrere Professoren oder nennt man jetzt einen Ganser oder Rotfuß oder Gyro, die sind ja alle von Unis geflogen oder gegangen worden sind oder selbst gegangen wegen dem Druck und auch von internationalen unterschiedlichen Organisationen wurden dann die gekündigt. Aber solche Auswahlverfahren, der ja nicht nach Erfahrung und Bildung dann sich basiert, sondern nach passender Meinung im Kopf, ne, das bringt dann zu Ergebnis das, was wir jetzt im Bundestag sehen. Dass unsere Außenministerin null Auslandserfahrung hat und von allem diplomatische Erfahrung hat und besetzt jetzt in dieser Krisenzeit eine von wichtigsten Posten. Wenn man da was falsch macht, es kann also wirklich Tod für Deutschen und deutsche Bevölkerung bedeuten. Das heißt, ich weiß nicht, hoffentlich wird es nicht noch schlimmer, aber wenn man denkt, es wird nicht schlimmer, dann wird es doch schlimmer leider. Jetzt hält sie sich ein bisschen zurück mit Sprechen und Sagen, ist ja auch nicht schlecht, auch der Scholz. Wahrscheinlich ist die Realität dann doch zu denen zurückgekommen, dass die Amis doch keine Wunderfreund ist, der alles klettert und alles macht, sondern die auch für ihren Taten auch irgendwann mal zur Rechenschaft oder zumindest mal sich selbst fragen müssen, habe ich das richtig gemacht oder nicht. Aber man sieht, dass du hast eine Auslandserfahrung, also hast eigentlich alles richtig in Sachen Ausbildung, Uni gemacht und wärst hier in Deutschland erstmal eingeladen, einen Job gegeben, aber wenn die erfahren, was du für eine Meinung hast, ob privat oder nicht privat, wärst du, und vor allem, wenn du schon mal öffentlich damit gegangen bist, so wie bei RT mit dieser Doku, das verlinken wir dann im Beschreibung, dann wärst du sofort gecancelt und das, also wir sehen jetzt in unserer Regierung, ne, von allem, also wenn man jetzt die Partei, das ist jetzt meine Meinung, muss man nicht übernehmen, die Grünen betrachtet, da sind ja meisten Menschen erstmal ohne richtige Ausbildung, zweitens überhaupt, also nicht auf dem Posten, wo sie überhaupt was studiert haben, also nicht spezifisch, keine Berufserfahrung. Wenn sie überhaupt studiert haben. Genau. Haben ja alle und abgeschlossen. Ja, und dann kriegen sie ganz wichtige Posten, wo sie Verantwortung für mindestens 83 Millionen Menschen in Deutschland haben und natürlich versagen auf der ganzen Linie, ob das Energie, Eco oder Einwanderung, weil, also meine Meinung ist, ohne Zuwanderung kann Deutschland in dieser aktuellen Situation nicht klarkommen. Ich rede jetzt nicht von Masseneinwanderung, wir haben eine Auswanderung, seit 2020 sind 500.000 Deutsche ausgewandert, meistens mit der Familie, also Arbeitsklasse, Mittelklasse sind ausgewandert. Und das Problem ist, dass wir eine nicht steuerbar und nicht lenkbare Einwanderung haben, wegen gerade amerikanischer Einfluss in der Außenwelt. Also in Irak, Iran, da wo gebombt wird, laufen die Menschen und laufen natürlich auch unkontrolliert her. Und deutsche Regierung hat keine
Instrumenten, Wille oder Mut, da was entgegenzusetzen. Und die einzige Partei, die jetzt sagt, die AfD sagt ja auch nicht, Grenzen zu, wir züchten jetzt nur hier Bio-Deutschen, sondern wir wollen keine Masseneinwanderung, die unser Land stabilisiert. Und das sieht man jetzt auch in Frankreich. Ne? Man kann dazu stehen, wie man will, aber man sieht, wenn man eine unkontrollierte Masseneinwanderung in die Sozialsysteme zulässt, wo man die Menschen nicht integrieren kann, weil du kannst nicht Millionen im Jahr integrieren, dann gibt es auch also solche Gebiete, die hat man auch in Deutschland, wo es auch nicht mehr ungefährlich ist zu spazieren. Und das höre ich nicht jetzt von AfD, sondern ich höre das von ukrainischen Flüchtlingen, die jetzt da sind. Also die sind selbst geschockt. Also ich habe jetzt einige Familien, die ich kenne, und meine Frau kommt ja auch aus Ukraine, also jetzt also nicht aus Ex-Ukraine, nicht aus der Krim, sondern aus Charkow, etwas weiter. Und wir haben hier also Bekannten, die als Flüchtlinge da sind, aus Kriegsgebiet oder auch nicht, aus der Ukraine, und die sind geschockt von dem Zustand in Deutschland. Weil erstens sind die ja auch meistens sehr, also konservativ, jetzt nicht sehr konservativ, und die verstehen das nicht. Die verstehen, also die ukrainischen Flüchtlinge verstehen nicht die Kinderpolitik hier, Familienpolitik hier, verstehen sie nicht. Die Schule verstehen die nicht. Und also sehr viele wollen einfach von Deutschland aus nach, also weiter, die jetzt Kinder haben. Und das ist ja ein Beweis dafür, dass hier einiges schief läuft. Und das ist natürlich, also die Schuld liegt auf jeden Fall an der Jahre, also jahrzehntelange falsche Familienpolitik. Weil, warum ich sage, man, also Deutschland kann nicht ohne, also geregelte Zuwanderung von Fachkräften oder also von den Leuten, die integrierbar sind, ne? Ich bin ja selbst ein Einwanderer, ne? Weil man kann nicht in 10 oder 20 Jahren so viel Kinder großziehen, damit sie die Rentensystem hier stützen. Also ich bin zwar kein Ökonom, aber wenn man jetzt so ein bisschen, ne, unser Ökonomen zuhört, wenn die Arbeiterklasse jetzt die Rentner versorgt, ne, im aktuellen Zustand, und die Arbeiterklasse wird immer schwächer, immer kleiner, und wir haben keinen Nachwuchs, und das haben wir. Also ich arbeite ja selbst noch in mehrere Firmen, und mit Nachwuchs ist echt ein Problem. Aber trotz dieser Masseneinwanderung ist dieses Problem seit, also ich bin jetzt 20 Jahren in Deutschland, ist nicht gelöst. Das heißt, das ist eine falsche Politik von vorne an. Und aber da muss man sich, also Deutschland muss sich schwer was überlegen, was überhaupt noch machbar ist, weil Kinder sind, also ich habe ja auch 3 Kinder, und die sind nicht von morgen auf, von gestern auf morgen auf dem Arbeitsmarkt, sondern die brauchen erstmal 30 Jahre, bis sie überhaupt dahin kommen. Und das wird noch, und es eigentlich, wie gesagt, die Schuld liegt allein, ich sag mal, ja, so Ende 80er Jahren, plötzlich ist alles schlechter geworden. Und ich würde sagen, da wo die Amis Kontrolle übernommen haben, nach dem Zerfall von der Mauer und nach dem Zerfall von der Sowjetunion, wo die komplett in Europa, also die Kontrolle übernommen haben, über alle politische und kulturelle Prozesse bis zum Bildung, Wirtschaft und Medizin, seitdem geht bergab. Und jetzt haben wir den Resultat. Und ob AfD jetzt das lösen kann, also ich hoffe es, weil Deutschland braucht eine Lösung. Und aber es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Und ja gut, das ist jetzt meine Meinung dazu, als einem, der 20 Jahre in Deutschland lebt. Und also du bist ja jetzt zur AfD, und da als Fachmann, ne, in seinem Gebiet wirst du auch für diese Tätigkeit eingesetzt. Das finde ich richtig, dass die Parteien immer Funktionäre haben, die in einem bestimmten Gebiet auch tätig waren. Also ich würde sagen, du wärst jetzt ein perfekter also Mann in der ersten Verhandlungsrunde, zum Beispiel, ich würde noch dazu den Rainer Rothfuss zählen, wenn man irgendwie zum Verhandlung zwischen Deutschland und Russland wieder kommen sollte, egal über was, über Frieden in Ukraine oder über Aufbau oder Entwicklung oder Rettung von wirtschaftlichen Beziehungen, da wärst du ja ein perfekter Mann dazu. Also da werde ich die Baerbock gleich ausschließen. Weil die kann da nur was Falsches machen. Aus deiner Sicht, ist es überhaupt noch möglich? Also du hast ja bestimmt sehr viele Kontakte in Russland. Sind die deutsch-russische Beziehungen noch in irgendeinem, also sind die noch im Takt? Oder sind die zu retten oder sind die nicht mehr zu retten? Was schätzt du an?
Also ich antworte auf die Frage, aber bitte erlaub mir auch, dass ich vorher auf deine Ausführungen Klar. antworte. Allein aus dem Grund, weil wenn ich das verstehen lasse, dann werden das einige auch meiner Parteikollegen nicht verstehen. Aber hast nichts Schlimmes gesagt, hast schon recht im gewissen Sinne. Wir haben einerseits einen Fachkräftemangel von 300.000 Fachkräften. Der wird sich verschlimmern auf 3 bis 5 Millionen in den nächsten 10 Jahren. Und ja, wir haben ein großes demografisches Problem. Das ist ja, das wissen wir alle. Ja, wir brauchen unbedingt eine demografische Wende. Dieses demografische Problem hat, würde ich sagen, nicht mal sagen, in den 80er Jahren angefangen, sondern es hat nicht mit der sexuellen Revolution angefangen, mit der Pille 68. Im Ostdeutschland nicht. Sie hat auch in Ostdeutschland mit der Pille angefangen. Das muss man schon so sagen. Sie war nicht so schlimm. Sie war nicht so schlimm. Es gab auch Politik, Familienpolitik, die gut war. Die hat eineinhalb Jahrzehnte funktioniert, aber hat sich dann auch verschlechtert. Vielleicht auch unter westlichen Einfluss in den letzten Dekaden. Das kann sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, klar, diese Art Individualismus, Hyperindividualismus, Egoismus, ja, das hatte massive Auswirkungen darauf, dass alle denken, man müsste hier und jetzt leben und nicht an die Kinder denken, an die Zukunft denken. Und den Effekt, die Nachteile, die sehen wir jetzt, dass es zu einer Art Vollsterben kommt. Das sehen wir aber nicht nur in Deutschland, das sehen wir generell in vielen westlichen Ländern, aber auch in vielen quasi europäischen Ländern oder ja, nein, quasi westlichen Ländern. Ja, auch in Russland gibt es ja diese Probleme mit der Demografie, in der Ukraine, in Weißrussland auch, aber auch Polen, Ungarn und so weiter. Nur die politischen Antworten natürlich darauf verschieden und mehr oder weniger effektiv. Was wäre denn die Lösung der AfD auf dieses Problem? Einerseits gibt es Maßnahmen, die jetzt, wenn die AfD in der Regierung wäre, die könnte man wirklich sofort umsetzen. Zum Beispiel, wir haben seit 2005, ist die Regierung, sind der Staat ist von, also seit 2005, seit Merkel, ja, ist der Staat so angewachsen, wir haben ungefähr 166.000 Beamte, die mehr oder weniger gut qualifiziert sind, ja, nicht unbedingt alle, man schaut sich die Ampelregierung an, wie du gesagt hast, ja, da würde ich das absprechen, aber generell sind das sehr viele qualifizierte Leute und dann muss die Frage, brauchen wir die alle in der Regierung, also im Staatsapparat? Ich rede jetzt nicht von Lehrern oder von Polizisten, ja, sondern ich rede wirklich von Verwaltungskräften. Wir alle sagen, wir haben zu viel Demokratie, zu viel Bürokratie, nicht Demokratie, Demokratie haben wir zu wenig. Das wäre zum Beispiel die eine Sofortmaßnahme. Das andere ist, wie du richtig gesagt hast, jedes Jahr wandern ungefähr 46.000 Deutsche netto ab, weil sie einfach die Nase voll haben. Sie haben keinen Bock auf Deutschland, die Steuern sind zu hoch, die Bürokratie ist zu viel, die Politik ist die falsche, die Stromkosten, ja, bessere Perspektiven woanders, in der Schweiz, in Österreich, in den USA. Und das muss man umkehren. Natürlich geht das auch nicht von heute auf morgen. Man braucht hier bessere Standortqualität. Man muss wirklich, dass der deutsche Fachkraft, der deutsche IT-Kraft muss sagen, es macht mir, ich will wieder in Deutschland wohnen, weil ich da geringe Steuern habe, weil da die Sicherheit wieder da ist, weil ich eine Firma gründen kann und das dauert mir nur einen Tag. Also die Standortqualität muss sich wieder verbessern. Ja, dieser Sozialismus, den Grünen, den wir haben, der muss weg. Dann würde ich das Thema Einwanderung aufgreifen, ja, und da muss wirklich, wie du gesagt hast, wir müssen differenzieren zwischen der Masseneinwanderung einerseits aus den afrikanischen Ländern und aus den arabischen Ländern, aus dem Nahen Osten und andererseits aus wirklich qualifizierter Einwanderung. Und wir sehen halt im Großteil die Einwanderer und vor allem die sogenannten Asylsuchenden, die sind meistens ungebildet, meistens haben sie keine Berufsausbildung. Sie können schlecht Deutsch oder kaum Deutsch und wichtiger noch, sie wollen nicht arbeiten, sie wollen sich nicht integrieren, sie wollen einfach nur Bürgergeld bekommen und sich auf der sozialen Hängematte zum Großteil ausruhen und selbst wenn sie eine Arbeit aufnehmen, dann ist es nicht die Arbeit, die entweder den Fachkräftemangel löst, weil der Fachkräftemangel ist zum Großteil im qualifizierten Sektor und zweitens, wenn sie Steuern zahlen, dann sind es so wenig Steuern, dass die Zahlen kriegen sowieso vom Sozialstaat ein Leben lang mehr zurück, als sie jemals einzahlen würden, selbst wenn sie in so einem Minijob arbeiten würden. Und die wirklich Qualifizierten, wo wir auch als AfD sagen würden, ja, okay, die können wir gerne willkommen heißen, das sind meistens Leute aus Österreich, den USA, also andere europäische Länder, andere westliche Länder, die haben ein hohes IQ, sind gut ausgebildet, können mehrere Sprachen,
wenn sie arbeiten, haben sie einen gut bezahlten Job, der natürlich auch sehr viel Steuern in dem Sinne bringt. Und auch asiatische, ostasiatische Länder, also zum Beispiel China, ja, Indien, ganz interessant, die Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die im Median am meisten verdienen, sind die Inder. Nicht die Deutschen, nicht die Amis. Inder verdienen am meisten in Deutschland, wenn man sie als Ethnie betrachtet, weil das meistens halt IT-Kräfte sind, ja. Und diese Leute sind im Prinzip alle herzlich willkommen. Und dann aber das große Problem, genau wo wir angefangen haben, ist natürlich Demografie. Und da hast du absolut recht, ja, da würde ich auch nicht lügen, dass wir das von heute auf morgen lösen können, aber wir müssen anfangen. Und das eine ist zum Beispiel natürlich eine Familienpolitik, wie in Ungarn, also die besten Modelle nimmt, aus Ungarn nimmt zum Beispiel oder aus Frankreich das Familiensplitting, dass es wirklich finanziell toll ist, Kinder zu haben, viele Kinder zu haben. Das ist sehr wichtig. Und dann schaut man sich auch andere Sachen an. Zum Beispiel, wir haben jedes Jahr unheimlich viele Abtreibungen, die weder medizinisch bedingt sind, noch strafrechtlich, also Vergewaltigung. Und einfach viele, viele machen Abtreibungen, wo man sich wirklich überlegen muss, muss das sein? Ja? Könnte man nicht doch dem Kind eine Chance geben? Und wenn man das über die letzten 30 Jahre nicht so gemacht hätte, dann hätten wir im Durchschnitt 3,3 Millionen erwachsene Fachkräfte heutzutage auf dem Arbeitsmarkt, die wir jetzt nicht haben. Einfach dadurch, dass es zu viele Abtreibungen gibt, die jetzt halt nicht nötig wären. Und das andere ist generell diese Familienpolitik. Wir haben ja eine Fertilitätsrate von 1,3 bis 1,5 ungefähr die letzten Jahrzehnte. Das bedeutet, dass eine erwachsene Frau im Durchschnitt 1,3 bis 1,5 Kinder hat. Um die Bevölkerung aber stetig zu halten, bräuchte man, dass jede Frau im Durchschnitt 2,1 Kinder hat. Ja? Und wenn das die letzten drei Jahrzehnte gewesen wäre, dann hätten wir jetzt 12,5 Millionen erwachsene Fachkräfte mehr. Also erwachsene Leute auf dem Arbeitsmarkt. Also die Politik würde schon Resultate haben, aber sie braucht natürlich Zeit. So, und jetzt, wie kann man das Ganze überbrücken? Ich habe die kurzen Maßnahmen genannt, die zum Beispiel, ja, dass die Leute aus der Staatsverwaltung, man könnte die auf den Arbeitsmarkt bringen und dass man Leute auch zurückbringt aus anderen Ländern, dass sie zurückkommen. Auch Fachkräfteeinwanderung ist in Ordnung, wenn es wirklich Fachkräfte sind, die arbeiten wollen, die sich integrieren wollen. Natürlich Weiterbildung. Bildung, ja, das Bildungssystem ist am Boden in Deutschland. Wir brauchen wirklich gute Bildung. Ich weiß es ja von meinen Kindern. Meine Kinder lernen zum Großteil in der Grundschule Blödsinn, anstatt dass in der russischen Schule, wir wissen das, was unsere Freunde in Russland jetzt lernen in der Grundschule, die lernen russische Literatur, ja, die lernen wirklich Mathematik, die können dann was, wenn sie bald wenn sie weiterkommen ins Gymnasium und so weiter, im äquivalenten Russland. Das gibt's alles nicht mehr in Deutschland. Und das rede ich jetzt nicht von irgendwo, von einem schlechten Bundesland, in Anführungsstrichen, ja, von einem armen Bundesland, sondern ich rede hier von einem der reichsten Bundesländer und Regierungsbezirke, Oberbayern. Und das Letzte noch, wie kann man das Ganze noch überbrücken? Ja, wir nehmen das koreanische, das japanische Modell, Robotisierung. Ja, man hätte viel früher viel mehr in Robotisierung investieren müssen. Und es gibt verschiedene Studien, die sagen, man könnte 1,4 Millionen Fachkräfte damit, also nicht Fachkräfte, sondern einfach Arbeitskräfte ersetzen. Reinigung oder Lagerhaltung, Transport und so weiter. Das wäre alles möglich. Wenn du jemals in Japan warst oder in Korea, dann wirst du verrückt, wenn du siehst, was alles eigentlich über Roboter geht. Ist jetzt nicht unbedingt die konservativste Idee, sagen wir es mal so, ja. Wir sind ja für traditionelle Werte, für menschliche Beziehungen, ja, menschliche Nähe. Aber sozusagen als Überbrückung und als Hochtechnologie-Industrienation ist das auch ein wichtiger Ansatz, den wir folgen sollten. Also so viel zum Thema Einwanderung und zum Thema Fachkräftemangel. Aber ich gebe dir absolut recht, die Fachkräfte in Anführungsstrichen, die wir jetzt in der Bundesregierung haben, das sind die Anti-Fachkräfte. Björn Höcke hat das mal die Kakokratie genannt. Das ist griechisch für die Herrschaft der Schlechtesten. Oligarchie ist die Herrschaft der einigen Reichen und das ist die Kakokratie, die Herrschaft der Schlechtesten. Und ich bin mir ganz sicher, Baerbock ist ja an diesem Platz, wo sie ist, nicht weil sie zufällig da jetzt hingekommen ist, sondern sie wurde ja auch speziell da platziert, um möglichst viel zu zerstören an Beziehungen mit anderen Ländern, am Ansehen an Deutschland, genau wie Habeck, genau Wirtschaftsminister geworden ist, obwohl er noch nie was mit Wirtschaft zu tun hatte,
weil er die deutsche Wirtschaft an die Wand fahren soll, weil er Deutschland deindustrialisieren soll. Das ist doch ganz klar. Und jetzt habe ich sehr lange über dieses eine Thema geredet. Jetzt weiß ich, kannst du vielleicht, wenn du willst, können wir noch über das Thema Lissabon nach Vladivostok reden. Ja, ich wollte nur zum Baerbock sagen, manchmal, wenn die die Fachkräfte nicht gut genug sind, sind die auch nicht gut genug bei Zerstören, weil sie nimmt ja keinen Diplomat ernst in der Welt. Ne? Auch wenn sie sagt, ich führe jetzt Krieg mit ihnen, dann wird Lavrov nur sagen, was? Ja, hast du auch recht, ja. Ich will keine Ideen bitte, ja, sonst kommen sie noch drauf, dass sie. Obwohl, aber da ist die Personendecke relativ dünn. Also ich glaube nicht, ob die jetzt einen effektiven und schlauen Zerstörer finden unter den Grünen. Zum Glück sind das alles nicht sehr intelligente Leute, zum Großteil. Ja, aber die haben halt, ich sag mal, sehr, sehr mächtige Herrschaften über die. Ne? Und das ist ja das Problem. Also ich meine, Deutschland war ja früher... Also hatte ein Sagen in der Politik 90er Jahren, 80er Jahren, auch in der Wirtschaft. Mittlerweile, das sagen ja alle Politiker im Ausland, die machen sich lächerlich. Ne? Nur der Joe Biden akzeptiert die und lässt den Scholz nebendran stehen. Und bei dem Wörter, wir zerstören halt Nord Stream 2 und alles gut. Also ja. Was mir persönlich früher bei AfD gefehlt hat, gerade diese klaren Worte, man muss jetzt nicht unbedingt nennen, Deutschland ist ein Vasallenstaat oder also unter okkupiert von USA, aber Deutschland steht unter gewaltigem Einfluss von US-Politik, US-Militär, da sieht man im Ukraine-Konflikt, was jetzt extrem gefährlich ist. Und also für mich, der in Deutschland lebt, jeden Tag ohne schlechten Nachrichten aus Deutschland bezüglich Ukraine-Konflikt ist schon mal ein guter Tag. Weil jetzt kommen jetzt wieder die Raketen, ne? Also die wollen jetzt Raketen ich meine, die Regierung will das nicht einmal, aber da wird schon Druck aus unseren Medien aufgebaut mit irgendwelchen Strack-Zimmermann-Aussagen, ja, die Ukrainer, die können ja nicht über die Minenfelder, ne? Also dann müssen wir die Raketen schicken. Und die Russen haben ja wirklich erstmal sehr aggressiv reagiert auf Deutschland, wo die Panzerlieferungen angekündigt worden sind. Dann haben sie gesehen, okay, die bringen gar nichts. Jetzt ist das Thema, Deutschland ist wieder etwas Loyalität eingekommen in Russland. Ich war jetzt in ein paar Talkshows. Und dürfte sagen, dass, niemand hat mich unterbrochen oder gesagt, du kommst aus Deutschland, ne? Ihr habt ja Panzer geliefert, sondern die lassen ausreden und erklären, dass unsere Regierung ja unter USA-Einfluss ist, was für die ja nicht neu ist, sondern wie das wirklich hier in Deutschland funktioniert, wissen die ja noch nicht alle genau, obwohl wir da sehr bemüht sind, das zu erklären, auch in unserer Sendung auf Russisch. Und wir haben jetzt eine Situation, wo Deutschland ja ökonomisch von USA noch mehr abhängig ist, Teil von China noch, von Russland immer weniger, was man denkt, weil ist ja auch nur ein Schein, weil die Energieressourcen, ist ja klar, die sind zwar fast weg, die kommen zwar um die Umwege, das kann keiner bestreiten, dass Gas aus Russland immer noch nach Deutschland, zum Glück noch nach Deutschland kommt, aber ohne Ressourcen, die also Edelmetalle oder Edelgase aus Russland kann zum Beispiel kein einziger Chip gebaut werden in der Welt. Und das ist ja auch noch eine Frage, warum Russland noch überhaupt so agiert, dass Deutschland noch einen Zugang zum Produktion hat, auch in China. Weil eigentlich China und Russland sind ja, ja so, man kann sagen, auf einer Seite gegen den Westen, obwohl China natürlich seinen Spagat immer noch leistet und leisten wird. Meine Frage war auch vorher, sind die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland jetzt ökonomisch, politisch, wirtschaftlich, kulturell komplett zerstört sind oder sind die noch erhalten, also kann man die noch erhalten oder kann man die wieder aufbauen? Was ist deine Einschätzung? Also zuerst einmal vielleicht ganz wichtig vorab, weil das wird immer unterstellt und das möchte ich klarstellen. Also Deutschland ist kein souveränes Land, das sagt die AfD, das sage ich auch persönlich. Und wir wünschen uns mehr Souveränität generell für Deutschland, egal von wem. Das wollen jetzt aber nicht, sagen wir, und auch das Verständnis für die Gründe für den Krieg in der Ukraine und das Verständnis für den Kreml bedeutet nicht, dass die AfD oder auch ich persönlich
einen Besatzer über Deutschland mit einem anderen austauschen möchte, und zwar mit dem russischen oder sei es auch mit dem chinesischen. Nein, wir möchten wirklich Deutschland als souveränes Land haben, als unabhängiges Land haben und auch ein starkes, unabhängiges Europa in dem Sinne. So, weil das wird immer natürlich kolportiert, ja, wollt ihr nur den Russen haben. Gleichzeitig, jetzt, wir müssen auch verstehen, wieso eigentlich Deutschland so wichtig ist für die Amerikaner, weil Deutschland ist ein Schlüsselstaat in Europa. Deutschland als Industrienation lange Zeit und teilweise immer noch. Und, geografisch, wie es zentral in Europa gelegen ist, ja. Und es ist, wie ja McKinnon bereits richtigerweise gesagt hat, es ist der Brückenkopf für die Kontrolle über Eurasien. Und das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass zum Beispiel in Ramstein, an der US-Basis, die ganzen Drohnen, die in Syrien von den Amerikanern verwendet werden oder auch in der Ukraine, werden ja über Ramstein kontrolliert. Ja, und es ist ein wichtiger, wichtiger logistischer Hub. Deswegen auch der massive politische Einfluss über Deutschland. Du hast die Medien erwähnt. Die Medien, die machen Druck auf die Politiker. Ja, einerseits die Politiker, vor allem von den Grünen, die kein einziger Politiker von den anderen Parteien, Kartellparteien, bis vielleicht auf die Linke, kann etwas erreichen konnte etwas erreichen in der politischen Landschaft, wenn er nicht in irgendeiner amerikanischen Denkfabrik mitgemacht hat. Aspen Institute, George Marshall Fund, Atlantic Bridge zum Beispiel. Und das ist parteiübergreifend, wie gesagt, bis auf Linke und AfD. Aber wie du auch gesagt hast, die Medien machen riesen Druck. Und das ist sehr interessant, weil ich habe, als ich in Moskau noch studiert und gearbeitet habe, auch für den stellvertretenden Bürgermeister für Sicherheitspolitik gearbeitet. Und für den habe ich eine wöchentliche Analyse gemacht über westliche Druckmedien, Printmedien, Zeitungen in dem Sinne. Deutsche, französische, amerikanische und was waren das noch? Britische. Und was sehr interessant war, ich habe auch geschaut, wem gehören diese Zeitungen oder die ganzen Ressortleiter, Innenpolitik, Außenpolitik zum Beispiel, machen die mit in irgendwelchen Denkfabriken. Und genau das gleiche Bild sehen wir hier. Entweder die Zeitungen, zum Beispiel die Springerpresse, ganz klar pro-amerikanisch, mit amerikanischen Investoren kontrolliert in dem Sinne. Oder die ganzen Ressortleiter sind in diesen ganzen Denkfabriken, die ich genannt habe. Und deshalb ist es klar, woher der Wind weht, dass sie diesen Druck aufbauen auf die Politiker, um jetzt zum Beispiel auch weitere Waffenlieferungen nach die Ukraine zu schicken. Und das ist auch ein ganz klares finanzielles Interesse für die Amerikaner, weil von diesen 100 Milliarden Euro Fonds werden ja amerikanische Waffensysteme gekauft zum Großteil und nicht deutsche Waffensysteme. Ja, das ist ja das ganze perfide noch perfider. Anstatt die eigene Bundeswehr zu stärken, was die AfD ja befürwortet, stärkt man nur die amerikanische Rüstungsindustrie mit deutschen Steuergeldern. Dafür ist der Ukraine-Krieg perfekt geeignet für die Amerikaner. Also so viel dazu. Deswegen wurde auch lange Zeit und immer noch daran gearbeitet, Deutschland natürlich unten zu halten und auch als zu verwenden gegen Russland, gegen Eurasien. Und das Gegenkonzept dazu, wo ich daran gearbeitet habe, in Wien, an diesem Institut für angewandte Systemanalyse, ist dieses Konzept eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes von Lissabon nach Vladivostok. Und das wäre wirklich die beste Option gewesen für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft, auch für die deutsche Souveränität. Dann hätte man einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, eine Freihandelszone gehabt zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsunion. Das hätte die deutsche Wirtschaft immens geholfen. Studien gehen davon aus, dass es 0,5 bis 1,4% des BIP angehebt hätte über längere Frist. Das ist also für solche Größen ist das schon sehr groß, sehr viel. Und das wäre einfach die deutsche Technologie, das deutsche Know-how, die deutschen Fachkräfte und die russischen Ressourcen, ja, das wissen ja eigentlich alle. Das wäre die Kombination gewesen, um auch wirklich Deutschland geopolitisch global souverän zu machen, stärker zu machen gegenüber den USA, aber auch gegenüber China. Und das Gleiche würde auch für Russland gelten. Also es wäre eine Win-Win-Situation gewesen. Und das haben die Amerikaner ja seit Anfang an, also seit nicht nur dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch schon davor versucht zu verhindern. Ja, und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist ja pragmatische Logik. Also jeder Staat agiert natürlich so, dass er die eigenen Interessen versucht, in der ganzen Welt auch durchzusetzen. Darin sehe ich nichts Falsches in dem Sinne, sondern das ist halt
die leider die Macht des Stärkeren und die Amerikaner sind die Stärkeren in dem Sinne. Das wurde jetzt zu im Finale geführt, in dem Sinne über den Ukraine-Krieg, dass solch ein Bündnis unmöglich gemacht wurde. Es hat sich in den letzten Jahren immens verschlechtert und jetzt ist es unmöglich gemacht worden. Und es hat sich sogar noch so sehr verschlimmert, in dem Sinne, dass ja Deutschland jetzt Sanktionen noch erhoben hat gegen Russland, kein russisches Gas mehr kauft. Man darf verstehen, nicht Russland hat gesagt, wir verkaufen kein Gas mehr an Deutschland, sondern es waren die Deutschen, die angefangen haben, die Bundesregierung, die gesagt hat, wir werden Nord Stream 2 nicht fertig machen. Das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg im Januar 22 oder davor, glaube ich, noch in der 21. Man hat Sanktionen erhoben gegen Russland. Und jetzt, was macht Deutschland? Sie kaufen teures, im Vergleich zu russischem Erdgas, teures amerikanisches Fracking-Gas, Tankergas, das apropos auch viel mehr CO2 ausstößt, wegen dem Transport, ja, der sich für solche Sachen interessiert. Wie gesagt, finanzieren die amerikanische Rüstungsindustrie. Jetzt reden Ökonomen auch bereits von dem sogenannten Nearshoring. Das heißt, man darf nur noch mit Freunden in Anführungsstrichen, also amerikanischen Verbündeten Handel treiben, nicht mehr mit den bösen Chinesen, sowieso nicht mit den bösen Russen, sondern nur noch mit den Amerikanern selbst, den amerikanischen Verbündeten. Die Amerikaner machen eine sehr schlaue Wirtschaftspolitik, sehr gewieft, natürlich in den eigenen Interessen. Und das schadet Deutschland immens. Also die Sanktionen und die Energieträger, die man aus den USA teuer kaufen muss, das hat 160 Milliarden Euro gekostet. Deutschland hat Waffen in Höhe von 22 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert. Die Flüchtlinge wurden aufgenommen, 1,1 Millionen. Das hat Deutschland noch weitere 14 Milliarden Euro gekostet. Also es sind immense Kosten, die auf die deutsche Wirtschaft zukommen oder gekommen sind. Und das ist eigentlich auch eines der Ziele von den Amerikanern. Sie haben einerseits den wirtschaftlichen Nutzen daraus und andererseits machen sie Deutschland als Konkurrenten schwach. So, und jetzt, ich muss ausführen, weil jetzt komme ich zurück zu der Frage, ob das noch rettbar ist, die Beziehungen zu Russland. Ja, natürlich ist es noch rettbar. Also ich bin da, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch generell. Muss ich auch als AfD-Politiker, weil wenn man sieht, wie alles heruntergewirtschaftet wird, muss man einfach weiter Vertrauen haben, dass es wir doch irgendwann schaffen. Ja. Und da sage ich auch immer, okay, die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg haben auch ihr Land wieder aufgebaut und hatten dann auch ein Wirtschaftswunder. Nicht dank dem Marshall-Plan, sondern eigentlich trotz dem Marshall-Plan, und zwar dank der freiheitlichen Wirtschaftspolitik, die von Ludwig Erhard durchgeführt wurde. Auf jeden Fall, ich möchte mich nicht jetzt zu tief in geopolitische und vor allem Kriegsfragen einmischen, weil ich da kein Experte bin in dem Sinne. Ja. Aber ich denke auch, dass dieser Krieg wie jeder Krieg irgendwann mal zu Ende gehen wird. Und dass die Länder bleiben ja da, wo sie sind. Sie bewegen sich nicht im Weltall, sondern Russland bleibt da, wo Russland ist. Deutschland bleibt da, wo Deutschland ist. Und ich denke schon, dass es langfristig dazu kommen wird, dass die Sanktionen wieder, also wenn die AfD eine Regierung übernehmen wird, und das ist ja, sagen wir mal, nicht mehr so ausgeschlossen, wie es früher war. Wir hatten früher 10,5%, jetzt haben wir 22%. Wir sehen, dass die CDU, CSU schon anfängt zu bröckeln, dass die Brandmauer in dem Sinne bröckelt. Ich denke, eine Koalition ist nicht mehr ausgeschlossen langfristig, auch auf Bundesebene. Und die FDP ist sowieso, man kann die vergessen, sie wird sich an jede Koalition dranheften, nur um weiter an der Macht zu bleiben. Und wenn die AfD in die Regierung kommt, werden wir diese Sanktionen aufheben. Nicht, weil wir Russland so lieben, sondern weil wir wollen, dass die deutsche Industrie billige Energieträger bekommt. Ganz einfach. Und dann, denke ich, ist es schon bereits der nächste Schritt, dass man über eine bessere Beziehung mit Russland redet, auch einen Deal macht für die Ukraine. Weil apropos Ukraine, ja, die Ukraine wäre ja der größte Gewinner gewesen von diesem Konzept, von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon nach Vladivostok. Weil einerseits hätten sie die Ressourcen, die Energieträger aus Sibirien, andererseits hätten sie die Investitionen aus Deutschland, aus Frankreich und anderen europäischen Ländern und hätten Freihandel mit beiden Seiten betreiben können. Das war ja der Plan. Aber das wollte man nicht in Washington, sondern man wollte Ukraine verwenden, um eigenen wirtschaftlichen Nutzen zu haben und wirtschaftlich Deutschland und Russland zu schaden. Aber ich bin da, wie gesagt, optimistisch. Ich denke, in den nächsten Jahrzehnten wird es doch klappen, dass man die Sanktionen aufhebt
Und dass man wieder über dieses Thema eines gemeinsamen Wirtschaftsraums, über bessere wirtschaftliche Beziehungen mit dem Osten reden wird. Ja, das hoffe ich auch, dass vielleicht auch mal ein bisschen früher passiert. Also ich kann nur sagen, wenn man jetzt die letzten 30 Jahre analysiert, ne, nach dem Zerfall von Sowjetunion, Mauerfall, dass eigentlich vom Russland hat man nur Gewinne erzeugt mit Energieressourcen und Politik und mit Amerikanern nur Verluste und mittlerweile Kriegsgefahr. Und Ukraine genauso. Solange sie noch Zwischenglied war zwischen Europa und Russland, hat sie extrem lange und extrem viel billigen Gas gekriegt, sage auch umsonst, damit die Leitung einfach besteht und weitergeht. Und seitdem die Amerikaner mit Maidan angegriffen haben, ist die Krim weg, ist das Krieg aus, also das Bürgerkrieg ausgebrochen. Erstmal, das vergessen ja sehr viele Medien von Deutschland, ja. Dass der Ursprung ist ja ein Bürgerkrieg in Ukraine und nicht der Russeneinmarsch von diesem Konflikt. Und seitdem, also wenn man jetzt sagt, alles, was man von Amerika auch jetzt noch kriegt als Hilfe, ist ja eigentlich entweder Kredite plus Kriegsgefahr plus Industrie weg und plus noch Migration, die dazu kommt, weil überall jetzt auch in Europa so Kriegsbrennherde sind und nicht nur im Nahosten. Und eigentlich ist es ja alles die Folge von einer brutale Außenpolitik der USA. Ich sage nicht von Amerikanern, sondern von einer kleinen Elite aus USA. Ich weiß, du bist ein, ich weiß nicht, kann man dich Trump-Fan nennen oder bist du einer, der, kann man schon. Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Also es ist sehr interessant. Und zwar, also ich würde da schon ein bisschen differenzieren. Also ich würde nicht nur US-Bashing betreiben, sondern natürlich sind auch die wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA für Deutschland immens wichtig. Immens wichtig, ja, und wichtiger als die Beziehungen zu Russland. Das muss man mal festhalten. Und natürlich gibt es ja auch ganz einmal die Konzerne, einfache Unternehmen, die wollen einfach nur Handel betreiben. Die Amerikaner haben immer viel investiert, investieren viel, genau wie die Deutschen auch viel investieren in den USA und viel exportieren. Ja, also das würde ich nicht schlecht reden wollen. Und auch die AfD und ich persönlich, wir wollen ja diese gleichberechtigten, und das betone ich, das Wort, gleichberechtigten wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA beibehalten und ausbauen. Ja, was wir jetzt sehen halt ist, dass die neben diesen einfachen wirtschaftlichen Beziehungen Deutschland gezwungen wird, genötigt wird, ausgenutzt wird aus geopolitischen, strategischen Gründen obendrauf. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht diese, ja, ich wiederhole mich, Besatzung in dem Sinne und Ausnutzung. Und genau, und das, ich hatte auch vor einiger Zeit eine Live-Diskussion mit zwei patriotischen Kollegen aus den USA, Gavin Wax vom New York Young Republicans Club und mit Shane Freo, das ist Republicans for National Renewal, also zwei Republicans sozusagen, Vertretungen, Organisationen sehr nah an Trump. Und die haben zwei sehr interessante Dinge gesagt. Erstens, sie haben gesagt, ja, wir wissen, dass Deutschland von den USA, von Washington besetzt ist. Wir sind auch dagegen. Wir wissen, dass Nord Stream 2 von der CIA gesprengt wurde, aus geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen von den USA. Und wir wollen, dass Deutschland souveräner wird. Wir wollen, dass Deutschland eigenständig wird. Wir wollen kein Regenbogen-Imperium, weil, und jetzt ist der zweite Punkt, weil auch wir patriotische Amerikaner unter diesem Regenbogen-Imperium, unter diesem Woken-Imperium, diesem Neokolonialismus, ja, dieser kleinen Elite in den USA, wir leiden auch darunter. Und ich glaube, du hast es auf jeden Fall gesehen, ja, wenn man sich mal die Videos anschaut von amerikanischen Städten wie Detroit, lauter Drogenabhängige, alles heruntergekommen, ist, denkst echt, das ist die Ostukraine, ja, und nicht eine amerikanische Großstadt. Alles runtergekommen, als wäre es zerbombt. Irgendwelche Zombies laufen da rum, mit Drogen bedröhnt. Es ist kein Geld da für Schulen, für Ausbildung, für Krankenhäuser, weil dieses Geld in die Ukraine geschickt wird. Genauer gesagt, um Krieg zu führen, geschickt wird. Ja, und ich würde sagen, in Amerika investiert auch sehr viel Geld, um bei sich Kriegsveteranen zu produzieren und Kriegsverletzte, weil es gibt ja auch sehr viele Amerikaner, die in diesen Auslandseinsätzen verletzt worden sind. Irak, Iran, wo die überall waren. Und jetzt auch in Ukraine, sicherlich, das bestreitet ja keiner. Es gibt auch also die Ausbilder und bestimmt auch die ganzen
Raketen, die da jetzt gesteuert werden, und die amerikanischen Drohnen sind ja auch nicht von Ukraine gesteuert. Und auch NATO-Soldaten sind auch polnische Söldner. Also auf jeden Fall ist auch die amerikanische Außenpolitik für die Amerikaner selbst überhaupt also nicht wirklich Gutes, weil so viel Obdachlose wie in Amerika gibt, glaube ich, gibt es in keinem anderen Land. Also so meine Einschätzung. Und das ist ausgenommen auch die Flüchtlinge, die jetzt auch aus Mexiko und überall kommen. Also es ist wirklich, also wenn man da jetzt guckt, kein Sozialsystem, kein Versicherungssystem, aber in der Welt sind die ja Hauptpolizisten. Und das ist ja, also dieses Bild, aber mittlerweile fast allen bekannt. Wir sehen jetzt auch, dass in Afrika, das sagen auch afrikanische Länder, wo man denkt, wo ist es überhaupt, gibt es so ein Land wie Niger oder an Nigeria. Und da sind die Leute auf der Straße, haben eine bessere Bildung als die grünen Wähler hier. Also das ist meine Einschätzung. Ja, ja. Obwohl sie auch eine grüne Fahne haben. Ja, das stimmt schon. Ja, ich bin mir auch, ich denke auch, dass in Afrika natürlich diese Art von Neokolonialismus, den auch die AfD kritisiert, ein großer Grund ist, wieso diese Länder so arm sind. Also ich würde es jetzt nicht, also ich bin ein großer Gegner von dem Narrativ, dass die bösen weißen Leute Afrika nur ausgenutzt haben und deswegen sind die Afrikaner arm und deswegen haben alle Afrikaner das Recht, nach Deutschland und nach Europa zu kommen. Davon bin ich ein großer Gegner, weil dieses einfache Narrativ falsch ist. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist natürlich, dass diese Entwicklungshilfe, ja, in Anführungsstrichen, die so geleistet wird, die letzten Jahrzehnte, kein Deut geholfen hat, diese Länder reicher zu machen, sie besser zu machen. Und sie hat sie nur abhängig gemacht. Daneben kommen ja auch die ganzen wirklich Ausnutzungen. Niger war ja wirklich nur eine Kolonie für Uran, für Frankreich. Und da kommt jetzt zum Beispiel Russland. Russland bietet Sicherheit für die Eliten vor Ort, Wagner-Söldner zum Beispiel. Ja, sie mischen sich nicht in die Politik ein, sondern sie bieten einfach Sicherheit. Russland macht Deals, sagt, wir wollen jetzt hier Gold abbauen, Diamanten abbauen und den Rest behaltet ihr. Und die Chinesen machen es sogar noch schlauer. Sie geben Kredite, die zurückgezahlt werden müssen, aber nicht zu hohen Prozenten. Und sie sagen, okay, wir wollen diese Kupfermine, dafür bauen wir auch die Straße, dafür bauen wir euch mit chinesischen Fachkräften eine Schule, ein Krankenhaus. Und uns ist egal, ob ihr da Demokratie habt oder Autokratie oder was auch immer. Sie mischen sich nicht ein. Sie geben keine Entwicklungshilfe, die abhängig macht, sondern sie bauen Infrastrukturprojekte. Und das hilft den Ländern. Und apropos, genau das hat auch das Deutsche Reich im Gegenteil zum Beispiel zum britischen Imperium. Sehr viel hat es in seine Kolonien in den afrikanischen Ländern investiert gehabt. Mehr, als sie jemals rausgeholt haben. Aber das ist jetzt eine historische Anekdote. Aber genau, deswegen die Idee der Multipolarität, dass man mehrere Machtzentren hat, der Nicht-Einmischung in die internen Angelegenheiten, das ist ja ein typisch russisches Narrativ. Man mischt sich nicht ein in die interne Politik. Man sagt, es gibt Machtzentren in Afrika, in Amerika, in Asien. Und wir haben ein eigenes eurasisches Machtzentrum. Sollte ein eigenes europäisches Machtzentrum sein. Das ist genau die richtige Politik, die richtige Außenpolitik, die interessengeleitete Außenpolitik, wie unser Bundessprecher Tino Chrupalla immer wieder betont. Und deswegen ist auch die Politik, die wir eigentlich für Deutschland uns wünschen würden. Ja, also du warst ja lang genug in Russland und unsere deutschen Politiker sagen ja, wir wollen keine Abhängigkeit mehr von Russland, Gas weg, alles weg, wir wollen keine Abhängigkeit, wie die sagen, von Russland, wollen, kriegen aber gleich mehr Abhängigkeit von USA, von USA-Regierung. Gab es überhaupt in Russland, also du hast ja gesagt, Russland will sich ja nirgendwo einmischen, das ist auch der Credo von der ganzen Regierung, gab es überhaupt in deiner Zeit, wo du in Russland warst und du warst ja quasi in der politischen Ebene auch bei der Uni, gab es überhaupt Überlegungen, Deutschland irgendwie abhängig zu machen über irgendwelche Instrumenten? War da einer, der unbedingt Deutschland jetzt abhängig machen wollte? Ja, also genau wie du. Du bist ja massiv unter Beschuss von den deutschen Medien, der Putinist, der Putin-Agent, der Kreml-treue Fußtruppen in Deutschland, die Deutschland
zersetzen wollen, spalten wollen, also was auch immer, furchtbare, alles Beschuldigungen, genauso wie bei dir, genauso bei mir war es auch. Tagesschau hat auch über mich geschrieben, Spiegel und die ganzen üblichen Bekannten. Ich wäre ein Putin-Agent und ja, ein Gemo und so weiter und so fort. Und ich will ja ein Netzwerk aufbauen und so weiter. Und genau wie du habe ich mir auch immer gedacht, ah, schön wäre es, ja, wenn wir das Geld hätten von dem Kreml, wenn wir diese Einfluss hätten, wäre schön eigentlich, wäre doch ganz toll, ja. Aber wir haben halt drüber gelacht und wir wissen, dass es halt nicht so ist. Und genau wie du sagst, ist es so, dass der Einfluss Russlands über Deutschland minimal ist. Also der amerikanische Einfluss über die ganzen amerikanischen Denkfabriken, über die Medien, wie ich bereits gesagt habe, über die Kultur ist ja massivst. So massiv, dass man es das gar nicht mehr als eine Fremdbeherrschung, Fremdkontrolle wahrnimmt, sondern das ist ja die Re-Education, ja, American Lifestyle, Burger King, McDonald's, das ist ja alles normal in Deutschland. Die Einfluss von anderen Staaten ist ja so gering. Chinesische Denkfabriken gibt es ja kaum, haben kaum Einfluss in Deutschland. Russische sogar noch weniger. Es gibt ja kaum eine Denkfabrik. Es gibt keine Ja, die jetzt sind jetzt auf momentan. jeden Fall, also inklusive RT ist ja verboten, ne? Alles ist verboten. Ich gehe jetzt vor dem Ukraine-Krieg, selbst damals gab es verschiedene Ansätze. Es gibt nur, also wenn wir jetzt über Medien reden, zum Beispiel RT oder Sputnik, oder wenn wir jetzt über Denkfabriken reden, gab es ja diese eine Denkfabrik von Jakunin, die für die Eisenbahnfirma in Russland geleitet hat. Aber das ist ja lächerlich, also wirklich lächerlich, weil auch alles, was angefangen wurde, wurde ja sofort von den Medien so massivst beschossen, dass sich niemand von den normalen Ökonomen oder Experten da getraut hat, überhaupt da zu einer Veranstaltung zu gehen, weil man dann sofort die Kontaktschuld hatte, ja, als Agent und so weiter. Ich würde es behaupten, neben den amerikanischen Denkfabriken oder amerikanischen Einfluss ist der größte Einfluss, den eine fremde Macht über Deutschland noch hat, ist wahrscheinlich die Türkei. Über die ganzen Moscheen, über die ganzen türkischen Communities, Geheimdienste und so weiter. Ich glaube, da ist sogar Türkei hat mehr Einfluss über Deutschland, als Russland jemals gehabt hätte. Und zu der Frage, ob es da Interessen gab, Gespräche gab, Einfluss zu nehmen oder Deutschland zu besetzen aus Russland, nein. Also ist es mir noch nie untergekommen. Gegenteil, man hat immer hochlobend, alles Deutsche war das Bessere, war das Schöne, man wollte so sein wie Deutschland. Und das ist genau wie du ja auch gesagt hast. Viele Ukrainer sind nach Deutschland gekommen. Die sind ja, ich teile nicht Russen und Ukrainer, das ist für mich die gleiche Mentalität zum Großteil, so wie Österreicher und Deutsche halt. Und die haben auch gedacht, ja, in Deutschland ist alles so toll. Und dann haben sie gesehen, Schulbildung ist nicht so toll, die Familienwerte sind. Also, ja, in Russland, wenn jemand ein Kind hatte, ja, wenn ein Kind hatte Fieber, dann konnte man vielleicht 500 Meter musste man gehen, hatte man die nächste staatliche Klinik, konnte man sofort Blut abnehmen, konnte man sofort das Kind behandeln lassen. Wenn Ja, du, oder wenn man ein kann auch Kind. den Krankenwagen nach Hause rufen, auch Ja, wenn das Kind nur Fieber hat und man kriegt keine extra genau. Kosten, ja. Genau, das glauben die nicht. Und wenn dein Kind Fieber hat in Deutschland am Sonntag, ja, dann viel Spaß. Dann viel Spaß, dass du überhaupt irgendwas, da musst du ins Krankenhaus kommen. Wir warten, auch mein Sohn hat gespielt, hat getobt, hatte eine Platzwunde am Kopf. Wir mussten 3 Stunden warten im Hallachinger Krankenhaus. 3 Stunden. Das Was ist wäre in Hessen gewesen? genauso. Also kenne ich von genügend. Und zwar nicht nur jetzt, seit Corona, vor Corona, sondern auch vorher. Also ich kam ja mit 19 Jahren nach Deutschland 2002 und ich hatte schon eine einjährige Tochter. Und seitdem, und ich komme aus einem Dorf, wo gar kein Krankenhaus war. Und das war auch stellenweise besser als hier, weil man konnte mich also zumindest mal nicht falsch beraten oder verarzten. Und es ist natürlich, also diese ganzen Entwicklungen, also die Frage mit Einfluss haben wir geklärt. Ich würde dir Noch ein jetzt, Wort, bitte. ja. Noch ein Wort, weil das wichtig ist. Also, wenn ich mit einflussreichen, sagen wir mal, Denkern in Russland geredet habe oder mit Politikern, die auch zum Beispiel in der Administration des Präsidenten gearbeitet haben, die haben niemals davon geredet, Juri, wir müssen jetzt irgendwas machen, um Deutschland zu besetzen oder so, sondern die haben alle gesagt, Deutschland muss endlich souverän werden. Wir brauchen einen starken Partner in Europa.
damit mal endlich unsere wirtschaftlichen Beziehungen wachsen können. Wir wollen bessere wirtschaftliche Beziehungen, wir wollen Investitionen aus Deutschland haben, wir wollen auch in Deutschland investieren und so weiter, aber es wird ja alles geblockt von den USA. Also so war das Gespräch immer. Wir wollen ein souveränes Deutschland. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also Reichsbürger in Russland, da habe ich nicht erwartet. Das ist ja, ich sag ja, vor drei Jahren war das ja Reichsbürgersprech, ne? Also souveränes Deutschland, oioioi. Ja, aber mittlerweile, ich glaube, das ist ja auch schon, also ich glaube, allen bekannt, dass, auch wenn man jetzt nicht sagt, Deutschland ist nicht souverän, aber auf jeden Fall, ich glaube, jedem ist klar, Deutschland steht über einem großen internationalen Einfluss, von allem von Seite USA und Britannien, und kann nicht frei agieren, weil, sage auch jetzt in dem Fall mit diesen Raketen, die ja 500 Kilometer fliegen können, sagt NTV sagt, 66% der Deutschen sind dagegen. Was wollen unsere Politiker überhaupt noch besprechen? Das ist doch Demokratie, wenn die meisten sagen, die Mehrheit sagt, wir wollen nicht, wir wollen, dass Deutschland sich nicht in diesen Konflikt einmischt, und da fliegt der Kanzler nach USA und macht das. Das, was die Mehrheit der Deutschen nicht will. Wo ist bitteschön hier überhaupt ein Hauch von Demokratie? Null. Gerhard Polt würde sagen, unter Null. Ja, das ist die Sache. Man kann das vielleicht auch, was man merkt, ich kenne ja die Sphäre der Ökonomen in Deutschland, also die Systemökonomen, ja, die in den großen Instituten arbeiten, die auf Twitter immer interessante Sachen posten. In Deutschland kann man frei reden, man kann nuanciert reden über bestimmte Fragen, die nicht an die Wurzel des Problems gehen. Man kann streiten über, wie wollen wir am besten das Klima schützen, über ein Emissionshandelssystem oder über Verbote. Ja? Man kann streiten darüber, inwiefern es Sinn macht, Heizung gleich zu verbieten oder langfristig die teurer zu machen. Ja? Man kann insofern streiten, ob wir jetzt, man kann nuanciert streiten, ja, über bestimmte Bereiche oder zum Beispiel Fachkräfte. Ja? Also inwiefern wollen wir jetzt 5 Millionen Leute einwandern lassen oder 6 Millionen oder nur 4 Millionen, ja? Aber was in Deutschland nicht gemacht werden darf, ist die Grundsatzfragen zu stellen. Ist Deutschland ein souveränes Land? Wer ist schuld am Ukraine-Krieg? Ist der Klimawandel menschengemacht oder nicht? All diese Systemfragen, die die AfD zum Beispiel stellt, ja, das sind Tabuthemen. Und wenn du so ein Tabuthema wirklich anfasst, auch wissenschaftlich anfasst, was wir hier alle versuchen zu machen, wo ich auch überzeugt bin, was wir wirklich machen, ja, dann bist du ostraziert, dann darfst du nicht mehr teilhaben in der Gesellschaft, dann wirst du ausgeladen aus Forschungsinstituten, dann bist du ein Putinist, dann bist du ein Russlandversteher, ein Reichsbürger und so weiter. Aber was ich interessant finde, ist, wir lassen uns nicht beirren, wir machen weiter, und je mehr die Blödsinn machen, desto mehr wir auch weitermachen mit unserer richtigen Meinung, desto mehr werden wir am Ende auch siegen. Weil die Leute wachen langsam auf, man hat das mit Corona gesehen, man sieht es jetzt über die große Inflation, durch den Ukraine-Krieg, durch die Energiewende. Wir sehen, dass es gar nicht mehr greift. Ja, wenn zum 100. Mal Haldenwang schreit, die AfD wäre rechtsextrem, dann sagen die Leute, ja und? Ich glaube hier eh kein Wort. Ja, wenn es rechtsextrem ist, sein eigenes Volk zu leben, wenn es rechtsextrem ist, zu sagen, es gibt ein deutsches Volk, dann ist mir egal, was er sagt. Und wenn man sagt, Deutschland ist kein souveränes Land und es wäre Reichsbürgersprech, ja und? Ist doch egal. Ja. Und es geht ja nicht darum, ob es jetzt eine GmbH Deutschland gibt oder ob wir jetzt eine Verfassung brauchen von der Kaiserzeit oder sowas, sondern es geht ja wirklich, wie du gesagt hast, de facto können wir selber nicht Entscheidungen treffen. De facto, wenn wir wollen würden, dass die Amerikaner die amerikanischen Basen hier aufgeben würden, dann würden sie das wahrscheinlich nicht machen. Darum geht es ja, Realpolitik. Und das sehen die Leute, die wachen auf. Und je mehr wir, und du, Leute wie du, wie ich, wir alle weitermachen, uns nicht beirren lassen, desto mehr werden wir dann schneller noch siegen. Davon bin ich überzeugt. Also für mich ist rechtsextrem, der Waffen im Krisengebiet liefert nach dem Bitte von USA. Das ist rechtsextrem.
Ja. Ja. Weil Waffen hinliefern, wo man selbst nicht im Krieg ist, das ist recht extrem. Das hat auch mal der Adi gemacht, übrigens. Aber ich weiß, Ja, dass. also es gibt, sag mal, es ist ja wirklich so, und es müssen ja auch sogar die Systemmedien immer wieder zugeben, obwohl sie es sehr ungern machen, es gibt ja auch wirklich Nazis in der Ukraine. Ich sage nicht, dass alle Nazis sind. Ich sage nicht, dass das ganze System narzisstisch ist in der Ukraine. Aber es gibt ja wirklich, man drückt wirklich ein Auge zu. Also wenn man am 1. Januar in der Ukraine jedes Jahr mehrere tausend Leute einen Fackelmarsch durch Kiew machen für Stepan Bandera, der apropos in München begraben ist, weil er geflohen ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland, der erwiesenermaßen Kleinkinder ermordet hat lassen, polnische Kinder, jüdische Kinder, der mit den SS, Waffen-SS kollaboriert hat. Und da für so eine Person, der wird als Patriot gefeiert und für den macht man Fackelmärsche, dann sind das für mich Nazis. Das sind die wirklichen Nazis. Und diese Leute, die werden unterstützt, sie dürfen ihre Fackelmärsche machen. Wenn man sowas in der AfD machen würde, dann A, würde ich sofort aus dieser Partei austreten und B, wäre sie auch zu Recht verboten in Deutschland. Aber in der Ukraine macht man, kann es Ja, ja es ist ja nicht passieren. nur in der Ukraine. Der Melnik, der hat ja Bandera offen hier als, also als Ja, richtig. Botschafter in Deutschland verehrt, ne? Und dann dürfte er noch den Kanzler, also den Kanzler, den Olaf, dürfte er es auch als beleidigte Wurst beleidigen, ne? Weil auf Russisch heißt ja abizhenaya liverная колбаса. Abizhenaya heißt also beleidigter Leberwurst, hat er gesagt. Also, und dann dürfte er hier noch agieren. Von welcher Souveränität redet man Genau. überhaupt? Also. Deswegen hat sich Scholz rehabilitiert, weil er geschrien hat, irgendwo hat er auch mal gesagt, Slava Ukraine, Heil Ukraine. Dann hat er sich wahrscheinlich ein Naja. bisschen Ja. rehabilitiert gegenüber Also, Melnik. es ist ja nicht nur der einzige Spruch. Der zweite Spruch kommt: alles wird Ukraine. Also, und das ist Nazismus. Also, es ist Nationalismus ins höchste Pur. Aber das ist eine andere Frage. Vielleicht werden wir das in der nächsten Sendung mit dir besprechen, wenn du dazu bereit bist. Ich weiß, dass du ja bald als AfD-Kandidat auch eine Wahl hast, ne? Also die Wahlen. Und du darfst bei mir Werbung machen, ne? Weil alle, die also in Russland, also überhaupt noch, also Personen, die zu Russland noch einen Kontakt aufbauen, fertig sind oder machen können, die man in Russland kennt, die überhaupt russische Kultur kennen, egal ob sie dort waren oder nicht, die sind jetzt für Deutschland überlebenswichtig. Und deswegen machen wir auch diese Sendung, weil wir kennen uns persönlich nicht, wir haben uns genauso über Skype-Gespräch kennengelernt, aber ich finde, und ich finde, dass es auch gut ist im AfD, dass so ein Mann einen Platz findet. Und nicht als Putin-Agent, Verschwörungs- und Einflussagent abgestempelt wird, sondern wirklich einer, der diese Beziehung dann, ja, vielleicht mal ein erstes Gespräch einleiten kann, auf Russisch oder auf Deutsch. Also das ist wichtig, dass solche Leute in Russland gibt und vor allem, man darf ja auch nicht, ver also in Deutschland gibt, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben sehr viele Russlanddeutsche hier. Und du bist Genau. ja auch, ich bin ja nicht Politiker, ich bin ja Aktivist oder Journalist, wie man mich nennt, im T-Online Putinist, ist wurscht. Aber ich bin ja auch ein klassischer Vertreter von Russlanddeutschen, die auch einen deutschen Pass haben und auch wählen können. Und das sind Menschen, die in der Zahl von über 6 Millionen da sind. Und die suchen ja auch einen Anschluss, weil früher hatten sie das ja immer, die haben ja immer CDU gewählt, weil CDU hat sie nach Deutschland geholt. Aber mittlerweile wissen ja auch unsere Systemmedien, dass viele Russlanddeutsche zur AfD gehen. Und nicht nur, weil konservativ ist, Familienpolitik, weil die auch Verwandten in Russland haben. Und wenn jetzt die Botschaften und Konsulaten geschlossen werden, und wir haben auch noch eine doppelte Staatsbürgerschaft, ist auch ein Thema bei AfD, das ist ja nicht, weil wir so Russland-Patriote sind oder nicht richtig Deutsche sind, sondern doppelte Staatsbürgerschaft hat man nur deswegen gemacht, um die Verwandten zu besuchen. Und mehr nicht. Die wird nur, wir stimmen ja nicht. Also ich glaube, das war ja nur paar, also 30 oder 40.000 haben damals bei Putin-Wahl hier überhaupt ihre Stimme für Russland abgegeben.
alle anderen nutzen dafür nicht einmal ihre Staatsbürgerschaft, um in Russland Präsident zu wählen. Aber die Türken haben fast alle für Erdogan hier abgestimmt. Ne? Also das ist der Einfluss. Russland hat nicht einmal Einfluss auf die russischen Bürger in Deutschland, die auch hier in einer großen Mehrzahl leben. Ist es überhaupt ein Thema, Russland-Deutsche bei AfD? Und dann darfst du auch Werbung für deinen, ich glaube im Oktober geht es. Ja, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank, Sergej. Genau. Ja, ich bin sehr stolz zu sagen, dass ich Russlanddeutscher bin. Oder zumindest habe ich einen russlanddeutschen Migrationshintergrund in dem Sinne, wie ich angefangen habe. Mein Vater ist 1973 nach Deutschland gezogen. Und wie so viele russlanddeutsche Aussiedler, Spätaussiedler, so wie du, die haben alle eine sehr ähnliche Geschichte. Und zwar, sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Sie haben Deutsch gelernt. Sie haben auch deutsche Wurzeln, auch von sich aus. Ja, sie lieben, sie wollten ihre deutsche Kultur leben. Ja, sie haben sie erhalten und sie haben sich auch integriert in Deutschland, fleißig gearbeitet, Steuern gezahlt immer. Und wenn man dann sieht, dass die gleiche Partei CDU, CSU, die das möglich gemacht hat, dass man nach Deutschland kommen konnte, zurückkommen konnte, dass sie jetzt massenhaft irgendwelche Leute reinholt aktiv, die weder arbeiten möchten noch sich integrieren möchten und aber alles geschenkt bekommen, einerseits, ja, dann versteht man die Welt nicht mehr. Und dann auch noch, wir haben ja auch alle Kinder, wenn dann auch diese Leute unsere Töchter angapschen im Schwimmbad oder auf dem Weg nach Hause oder schlimmer, dann verstehen wir Russlanddeutsche keinen Spaß. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Gründe, neben dem, dass wir alle konservative Werte oder zum Großteil konservative Werte leben und auch das nur so als normal verstehen. Das ist der Grund, wieso viele, viele Russlanddeutsche die AfD unterstützen, weil nur noch die AfD diese Werte und dieses Verständnis für Fleiß, für Leistung hat. Und die Russlanddeutschen in der AfD sind auch die größte, sagen wir mal, Gruppe intern, wenn man das so sieht, ja, die auch stetig wächst. Wir haben wunderbare Vertreter, zum Beispiel wir haben den Olden Schmidt, er ist unser Bundestagsabgeordneter, der Vorsitzende der Russlanddeutschen für die AfD in Nordrhein-Westfalen ist. Wir haben Olga Petersen, Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft. Und wir haben auch sehr viele andere Russlanddeutsche in aktiven Positionen als Mandatsträger. Und da sind wir sehr aktiv. Und wir haben jetzt Wahlkampf, wie du gesagt hast. Am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern. Ich bin Kandidat in Oberbayern für den Stimmkreis Miesbach südlich von München. Und ja, jetzt nutze ich die Gelegenheit, würde ich natürlich auch alle, die heute zugeschaut haben, wenn ihr in Oberbayern wohnt und ihr findet das richtig, was ich gesagt habe, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir eure Stimme gibt. Juri Kofner, Listenplatz 23 in Oberbayern. Und wenn ihr die Zeit und die Möglichkeit habt, dann lade ich euch jetzt schon alle herzlich ein. Nämlich am 15. September machen wir eine große Russenparty, Party der Russlanddeutschen und Patrioten mit Migrationshintergrund in München. Und da kommt auch Eugen Schmidt aus Berlin. Und ich hoffe, das wird eine schöne Party, weil wir sollten stolz sein darauf, dass wir Russlanddeutsche sind. Wir haben eine wunderbare Geschichte, wir haben unsere deutsche Kultur in Russland erhalten, wir haben Ekaterina die Große, wir haben Wunderbares in Russland erreicht, wir haben Wunderbares auch in Deutschland erreicht und ich glaube, die Russlanddeutschen haben auch eine große Geschichte auch noch vor sich. Und darauf kann man stolz sein und ich bin auch stolz darauf, dass wir sehr viele Vertreter in der AfD haben und wir werden uns auch dafür einsetzen, dass wir die Interessen der Russlanddeutschen, genau wie du sagst, dass man sich frei bewegen kann, dass man nicht diskriminiert wird, dass wir nach Russland zum Urlaub können, auch wieder zurück können nach Deutschland. Das ist uns sehr wichtig, dass auch die Russlanddeutschen, die noch in Russland leben, nach Deutschland kommen können, um zu arbeiten. Dafür setzen wir uns ein und darauf bin ich auch sehr stolz. Und wie gesagt, ladet euch herzlich ein und bitte gebt mir eure Stimme am 8. Oktober. Danke, Juri. Ich möchte nur was zum Olaf sagen, als Russlanddeutscher, der 20 Jahre in Deutschland gearbeitet hat. Und eigentlich spreche ich ja für viele Russlanddeutsche auch. Olaf, wir wollen nicht, dass mit unserem Steuergelder unsere Verwandten mit euren Waffen, also mit deutschen Waffen, die von USA hingeschickt worden sind, unsere Verwandten irgendwo auf der Krim, auf der Krimbrücke oder an der Front getötet werden. Also Olaf, bemühe dich für eine richtige Sache. Sei nicht rechts. Danke.
Also das ist jetzt das, was mich jeden Tag stört. Also ich habe Verwandten in Ukraine von der Seite meiner Frau. Ich habe Verwandten in Russland und von allem. Ich habe meine Neffen sind wehrpflichtig. Und diese Regierung verärgert über 6 Millionen Russlanddeutsche hier mit einer nicht einfachen Sache. Die droht uns, unsere Verwandten in Russland und in der Ukraine zu töten mit Waffen, die auf unser Steuergelder gebaut worden sind. Das muss man sich auf den Zunge zergehen lassen. Und also es wird noch interessant sein. Ich hoffe, dass Olaf und seine Partei noch einen Tick, zumindest mal Intelligenz haben, um das so zu regeln, damit sie von Amerikanern nicht den zweiten, also die Druzhba-Pipeline, gesprengt kriegen. Oder vielleicht, wie das früher im 70er Jahren gewesen ist, dass die Parteigenossen verschwunden sind, sondern dass die so regeln, vielleicht auch mit Hilfe von AfD, weil ich sehe, dass in der Partei sind fähige Köpfe, dass der Einfluss von Amerikanern zurückgedrängt wird und dass wir auf eine vernünftige, friedliche Linie kommen, und versuchen wieder, so wie die deutschen Diplomaten Ende 80er Jahren, eine bessere Welt zu schaffen. Weil diese Diplomaten sind dann auch irgendwie verschwunden oder diskreditiert worden sind von Spiegel und Co. Und deswegen meine Bitte auch am T-Online, ein Wieland, du guckst mich bestimmt, ein Spiegelreporter, schaut ganz genau, was ihr tut und was das für Folgen hat. Für euch auch. Weil wenn Deutschland brennt, seid ihr dabei. Das ist zwar ein hartes Schlusswort von mir, aber ich muss das mal loslassen, wenn man solche Themen bespricht. Und es ist eine ernsthafte Zeit und wir müssen auch ernst bleiben, aber auch mal lachen können. Und das können die Bayern ganz gut. Der Beispiel von Gerhard Polt ist immer in meinem Herzen. Danke, Juri. Vielleicht ist nicht die letzte Sendung von uns beide oder vielleicht kommst du in unsere anderen Sendungen. Und dir viel Erfolg. Ich bin parteilos und ich hoffe, dass alle Parteien irgendwann in Deutschland was Gutes für Deutschland und die Welt wollen und machen. Dankeschön. Danke dir, Sergej, nochmal. Hoffentlich wird das so.